Aua. Ich bin Timo und ich beschäftige mich seit morgen mit Redstone. Und das ist Paulerius. Hey! YouTuber, Tutorialmaker und Redstone-Kenner. Genau deshalb machen wir heute das Ultimate Redstone Battle. Wir stellen uns gegenseitig drei Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und müssen diese bauen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, lasst ein Abo da und schaut unbedingt bei Paulerius vorbei. Wir haben unsere Aufgabe erhalten und schauen uns diese mal an. Okay, interessant. Ich muss ein Burgtor bauen. Ein automatisches Burgtor mit Burg drumherum. Wie wir wissen, ich bin im Bauen absolut grottig. Hey, auch ich habe meine erste Aufgabe bekommen. Ein Bogenschießautomat. Let's go. 1:37 later. So weit bin ich bis jetzt gekommen. Ich habe erstmal ein bisschen Platz gemacht und habe nun erstmal die Technik gebaut, die den Sand, der hier nachher oben drauf ist, einmal zerstören kann. Und jetzt muss ich die eigentliche Burg drumherum bauen. Geworden. Wir haben die ersten Techniken von Paulerius bekommen. Keine Ahnung, wie es hier passiert, was ich hier gebe. Ich habe einfach schon alle Techniken hier. Ihr seht jetzt aber erstmal nur die einfache Technik. Wenn ihr nach Berlin wollt, da geht's lang. Schwer und mittel, mehr verrate ich aber nicht. Einfach, wir schauen uns einfach an. Einfach war ja eigentlich die Aufgabe, dass wir einen Schießstand haben. Wir haben Schießstand. Vorne kann man am besten schießen. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir einen Bogen? Wahrscheinlich nicht. Ich hole mir dann einfach mal einen Bogen. Das heißt, wir haben jetzt einen Bogen. Ihr müsst übrigens wissen, ich bin Schießweltmeister. Gehe also hier hin und schieße erstmal absichtlich da. Ich schieße daneben. Aua. Das hat gut funktioniert und jetzt schießen wir mal. ja. Oh Mann, aua. Aua. Okay. So, hier. Ah, wunderschön. Das hast du so gemacht, wie ich es haben wollte. Ich möchte mal ein Klingeling machen. Wir sind jetzt in der Welt von Timo und haben hier erstmal Schilder. Schilder sind schön. Hinweis: Tür kann nur von vorne betreten werden. Nicht als Ausgang gedacht, nicht zweimal über den Faden der Tür gehen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich einen Faden. Aber ja, da haben wir einen. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr mal Sand, ich würde mal auf den Knopf drücken, dann öffnet sich die Tür. Jetzt kann man durchlaufen. Ich gehe jetzt mal über diesen Faden. Und jetzt schließt sich die Tür. Hier haben wir ganze Sand drin. Man kann die Tür nicht unendlich öffnen. Ja, schöne Tür. Kann man gebrauchen. Jetzt wird es ein Level schwerer. Einfach hatten wir eben, jetzt kommt Mittel. Mittel bin ich jetzt tatsächlich äußerst gespannt. Ich habe ihm gesagt, ich möchte ein Shop-System haben. Das sieht für mich zwar ganz schön lange aus, das hier, aber mal schauen. Emeralds, Alter, ich bekomme einfach gratis Emeralds. Okay, wenn Lampe an ausreichend Mengen an Emeralds eingelegt, auf Knopfdruck protect wählen und abholen. Also, jetzt ist natürlich die Frage, muss ich mal ganz kurz gucken. Also, man muss die Emeralds, sehe ich gerade, alle einzeln einlegen, sonst wird das nicht gezählt. So, wir werfen jetzt erstmal ein. Wunderschön. Werf noch einen ein. Wunderschön. Werf noch einen ein. Wunderbar. So. Okay, war noch was drin, sehe ich, aber
Das hat gut funktioniert. Gut. Was will ich jetzt nochmal probieren? Wir werfen nochmal was ein. Ich werfe jetzt nochmal was ein. Und ich glaube, das hat nämlich schon... Nobody knows. Das hat ein bisschen gelaggt. Wenn ich jetzt für ein Emerald kaufe... Bekomme ich das? Ich würde jetzt aber mal wagen zu sagen, dass hier das nicht ganz geklappt hat. Na, das wollen wir uns mal ganz kurz anschauen hier. Gut, wie ich sehe, prinzipiell würde das hier klappen. Das war eben ein klitzekleiner Bug, den er hier hatte. Das liegt einfach daran, wenn zu viel eingezahlt wird und man dann weniger kauft, als man eigentlich eingezahlt hat. Sagen wir es kurz, 3 Emeralds, die ich eingezahlt habe und ich kaufe nur was für ein Emerald. Dann sind ja noch 2 Emeralds über, das bringt mir die Technik ein bisschen durcheinander vom Reset her. Und grundsätzlich finde ich das Shop-System äußerst cool. Es sind noch ein paar kleine Bugfixes, die man machen könnte, aber overall, ich kann einzahlen, ich krieg was ich will und alle sind glücklich. Und hier unten landet für den Besitzer sein Money Money Man. Ach da, genau, ich bin blöd. Super! Hier haben wir einen Eisstein, oder wie ich das sehe, ein Boot. Schauen wir doch gleich mal hier Schilder. Kleinen Fehler, die Zähler sind auf der jeweils falschen Seite. Also zählen das Tor auf der Seite, wo auch das Tor ist. Bitte mal etwas Geduld nach einem Tor. Alright, dazu schnappen wir uns einfach mal ein Boot. Und tun wir so, als ob wir jetzt hier spielen würden. Wir müssen das Boot hier irgendwie ins Tor kriegen. Ohne mich selber reinzulaufen. Und dann haben wir das Tor auch schon im Turm. Im Turm. Jetzt haben wir eigentlich ein Tor geschossen. Das ist schon mal was passiert. Ja, jetzt haben wir einen Punkt. Wenn wir mal auf der anderen Seite ein Tor schießen. Okay, dann war ein bisschen voreilig. Punkt. Dann kommt hier der Punkt. Nehme ich an. Sollte eigentlich. Right, und wie kann man das jetzt resetten? Okay, jetzt mit Knopf. Ja, Game Reset. Ja, und jetzt bin ich hier drauf gedrückt. Jetzt sollte er hier. Ja, okay, jetzt ist wieder 0 Punkt. Ja, aber schönes Spiel. Jetzt wird es ein Level schwerer. Kommen wir nun zu der letzten Technik, zu der wahrscheinlich auch schwierigsten. Habe es mir schon ein bisschen angeschaut, beziehungsweise ich habe sie schon mal ausprobiert, habe dabei auch schon so ein klitzekleines Problem gemerkt, aber wir schauen sie uns erstmal an. Der Sinn der Sache hier ist, dass wir hier 9 Felder haben und es gibt ein Level-System. Zum Beispiel gehen wir hier mal zu Level 1. Wählen jetzt hier diese Felder aus, es lädt einen kleinen Moment ein bisschen. Und jetzt sehen wir, dass diese Lampen angegangen sind und genau diese Lampen müssen wir jetzt hierauf übertragen und jetzt einmal hier in den richtigen Muster diese Druckplatten berühren. Wir sehen also einmal Aqua, Rot und Pink, das heißt, wir müssen einmal hierauf gehen, einmal auf Rot gehen und einmal auf Pink gehen. So, was wir nun sehen ist, dass dort unten Blöcke losgeschickt werden. Was wir aussehen ist dieses Problem. Und zwar, ist es so gebaut, dass manchmal die Blöcke hier liegen bleiben. Deshalb sehen wir auch noch nicht, dass wir es geschafft haben. Aber trotzdem werfen wir das hier mal so ein, dass es hoffentlich jetzt funktioniert. Genau. Und normalerweise müsste genau jetzt die Glocke einmal läuten. Genauso gut können wir jetzt einfach mal das Level wieder kurz. Einmal das schwierigste Level auswählen. Oh, ich sollte einen Signalton abwarten. Ja, also. Wir müssen jetzt einmal... Wir müssen jetzt einmal das hier machen. Das heißt, wir haben einmal gelb, einmal grün, einmal pink, also einmal lila, einmal blau und einmal pink. So, nun ist wahrscheinlich wieder hier was liegen geblieben. Genau. Und das ist eine Sache, wo ich sagen muss, da
kann man auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Ich finde dieses Spielprinzip sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zu dem Herzstück der ganzen Welt. Eine Bank. Die Technik kann erstens in einer Schalke Items lagern, zweitens den Kontostand mit der Konto-ID abrufen. Viertens, beim Löschen des Kontos wird, falls noch Items auf dem Konto sind, nimmt man an, die Items vorne ausgeben. Und fünftens, bei einem vollen Konto werden die Items zurückgebracht. Ah ja. Gut, ich nehme mal an, wir brauchen erstmal ein Konto. Ah, Konto erstellen. Oh, das ist gut, sag ich. Jetzt haben wir hier eine Konto 1. Was kann man noch? Hier rechts war Konto löschen, das wollen wir nicht. Wir wollen erstmal hier einlagern. Wenn Schalke da ist, auf den ersten Slot Konto ID, sonst alle Slots zur freien Benutzung. Danach den Notenblock kurz drücken. Nach kurzer Zeit Konto ID rechts entnehmen. Ja, okay, ich glaube, dann haben wir hier unsere Diamanten. Legen das hier ein und haben hier ja, unser ganzes Vermögen. Gibt es mal so hier ein. In diesem Pattern. Dann muss ich selber draufklicken. Oh, und boah, das ist cool. Jetzt verschwindet die. Und jetzt sollte hier eigentlich unsere Konto-ID noch kommen. Ah, oh, da kommt sie auch schon. Da ist unsere Konto 1. Perfekt. Toll. So, und jetzt, wie bekommen wir diese leer? Wie kriegen wir die jetzt wieder zurück? Hier, Konto-ID einwerfen und warten. Die Konto-ID vor dem Verlassen aus dem Market nehme ich nur an. Die können wir jetzt einlegen. Was passiert jetzt? Muss ich irgendwo in Minecraft herkommen? Ah, oh, da kommt es angedüst. Das wollen wir gleich mal. Und dann haben wir hier jetzt auch schon. Ja. Haben wir Licht und Fern 1, Konto 1, Direct Schalter. Und hier sind auch unsere Ideas. Wunderbar. So, jetzt möchten wir aber unser Konto, wir legen hier nochmal die Schalter rein. Gehen wir mal wieder raus. Jetzt wollen wir unser Konto nicht mehr. Was kommt jetzt? So, jetzt können wir eigentlich hier Konto löschen. Weil hier ist. Oh, 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 hier! Hier kommen unsere Dias an. Und ja, hier haben wir jetzt unseren Dias. Ich sehe schon, ein tolles System. Das ist wirklich eine super Technik. Schreibt es auch auf jeden Fall in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.